Hallo bei Videoaktiv und hallo bei einem Actioncam-Test. 6 Actioncams hatte ich am Fahrrad und dabei die absolute Einsteigerklasse bis hoch zu 220 Euro. Und das ist dann das Einsteigermodell von Sony. Und wie gut die Kameras sind, das seht ihr hier bei den Testaufnahmen. Und natürlich zeige ich euch so ein bisschen, was an den Kameras dran und drumrum ist. Sechs Actioncams hatte ich am Fahrrad. Am Ende sind 5 Stück gelaufen, macht aber nichts, denn die EasyPix Go Extreme Wi-Fi Speed, so heißt die Kamera, die ausgestiegen ist, ist absolut identisch mit dem Modell von Rollei. Wohlgemerkt, nicht optisch, aber vom Innenleben. Das heißt, wenn ihr wissen wollt, wie gut die Actioncam in der Bildqualität ist, guckt einfach auf die Rollei drauf. Ist dann identisch und dass sie vom Gehäuse ein bisschen anders aussieht, spielt eigentlich keine Rolle. Die Rollei ist tatsächlich ein relativ schickes Modell, rein optisch auch so vom Gehäuse. Ich finde das mit dieser weißen Front, die es übrigens auch in Blau gibt, relativ angenehm. Was recht gut ist, ist die Möglichkeit, das Wi-Fi hier vorne einzuschalten und es gibt auf der Rückseite ein Display. Ins Menü kommt man hier über die obere Taste. Und was ein klarer Unterschied ist, ist, hier ist das Display bzw. das Menü nicht farbig hinterlegt. Bei der EasyPix ist es farbig hinterlegt, was letztendlich sogar tatsächlich etwas besser lesbar ist. Die Einsteigerklasse arbeitet üblicherweise mit Full HD und mit entsprechend NTSC in diesem Fall. Das heißt, sie bieten keine Umschaltung zwischen PAL und NTSC, macht im Normalfall bei Tageslicht draußen nichts aus, ist aber bei Kunstlichtbeleuchtung relativ unpraktisch. Denn wenn man bei Kunstlicht filmt und wir haben hierzulande 50 Hertz und wir filmen mit 60 Hertz, dann passt es nicht ganz zusammen und es kommt so ein leichtes Flackern zustande. Das kann für die Mehrzahl nicht von Bedeutung sein, ab und zu mal ist es aber lästig. Im Test hatte ich ein Modell von Esme. Das war das Spitzenmodell, wie ich es angefordert habe. Inzwischen gibt es neben dem Modell VR02 auch eines, das tatsächlich etwas besser noch ist. Also sprich, auch mit 60 Bildern in der Sekunde filmen kann. Dieses macht tatsächlich nur 30p und das ist meiner Meinung nach für eine Actioncam eigentlich zu wenig. Also von daher sortieren wir die doch gleich mal aus. Ist übrigens auch der Testverlierer. Bleibt noch der spannende Vergleich zwischen letztendlich 3 Kameras. 3 Kameras deshalb, weil ich einmal die Sony HDR AS50 habe, die ich hier in diesem Video nicht noch mal weiter besprechen möchte. Da binde ich hier das Video ein, das entsprechend schon alles beinhaltet, was man zu dieser Kamera eigentlich wissen muss. Natürlich findet ihr im Anschluss noch die Vergleichsaufnahmen, damit ihr auch die 5 Kameras untereinander vergleichen könnt. Es bleiben 2 Kameras, die ich hier noch kurz erwähnen will. Das ist einmal die Isvis S1 Sports Kamera. Tatsächlich eine relativ abgespeckte Kamera, eigentlich letztendlich sogar insofern vergleichbar mit der Sony, sprich kein Display auf der Rückseite, sondern letztlich eine Kamera, die nur per App zu steuern ist und die aber dafür bis zu 120 Bildern in Full HD beherrscht. Was an dieser Kamera sehr gut ist, ist eigentlich die Bildqualität. Was ein bisschen schlecht ist, ist, dass die Kamera im Gehäuse leider klappert. Man hört es jetzt hier so nicht, wenn man aber die Kamera auf dem Fahrrad hat und das mit einer Halterung, dann scheppert sie so ein bisschen und das ist natürlich sowohl im Bild sichtbar als auch im Ton zu hören. Jetzt fragen mich die Leute immer wieder, warum zum Geier montierst du denn überhaupt diese Actioncams an den Lenker? Erklärt habe ich es schon sehr häufig. Ich habe auch ein eigenes Video dazu gemacht, das binde ich hier auch ein. Ganz kurz zusammengefasst, es geht darum, nicht schöne Bilder zu machen, sondern realistische Bilder unter harten Bedingungen. Harte Bedingungen bedeuten kurze Stöße und damit fordert man den Sensor heraus, weil da gibt es
Effekte, die nennen sich Jello bzw. auch Jitter-Effekte, die dazu führen, dass der Sensor einfach kein sauberes Bild mehr macht. Und was interessiert euch denn mehr als, kann denn diese Kamera auch unter wirklich schlechten Bedingungen noch anständige Bilder machen? Und genau das zeigen wir euch hier. Und das zeigen fließt auch in unsere Tests ein, die wir für die Video aktiv machen. Und das ist uns ganz wichtig, dass wir nicht Larifari-Tests machen, sondern wirklich zeigen, was los ist. Und deshalb immer unter harten Bedingungen weitere Informationen im Video. Die nächste Kamera, die wir im Test haben, das ist die Isomicon DV4017. Die wird von Pearl vertrieben, ist letztendlich eine Kamera, wie man sie auch unter zig anderen Bezeichnungen am Markt findet. Und wir sehen schon von vornherein, das Gehäuse ist relativ ähnlich zu dem, was GoPro anbietet. Und es steht natürlich hier vorne drauf, Fokus 4K. 4K bedeutet jetzt natürlich, dass ich in toller Qualität was machen kann. Das wird natürlich auch versprochen. Ob es dem stimmt, das sei dahingestellt. Denn diese Actioncam filmt mit 24 Bildern in der Sekunde bei 4K. Und das ist letztendlich nach unserer Erfahrung zu wenig. Denn wenn die Bewegung sehr schnell ist, dann sind die Bewegungsfortschritte innerhalb dieses Bildablaufs von 24 Bildern zu groß. Das Ganze wirkt sehr ruckelig und das in 4K-Qualität ist in jedem Fall kritisch. Solange man stehende Bildaufnahmen hat, geht das Ganze noch. In dem Moment, wo wirklich Action ins Bild kommt, würde ich sagen, ist das keine Wahl. Aber in Full HD ist die Kamera gar nicht so schlecht. Einen anderen Haken, den wir dran festgemacht haben, ist das Bedienkonzept. Ich schalte die Kamera jetzt hier einfach mal ein. Und wenn man jetzt mal merkt, ich kann hier vorne dann draufdrücken auf diese Taste hier. Und je nachdem, wie oft ich da drauf drücke, kommt, passiert etwas oder nicht. Also jetzt habe ich zweimal gedrückt. Ich müsste eigentlich in die nächste Menü kommen. Nochmal zweimal gedrückt. Mit Verzögerung kamen wir zum Filmmodus. Aber ins Menü bin ich immer noch nicht. Und jetzt habe ich zigmal gedrückt und bin erst jetzt im Menü gekommen. Das ist sehr undefiniert. Die Taste tut mal, mal tut sie nicht. Das ist also schon mal nicht so richtig clever. Das zweite Problem, das ich sehe, ist das Menü. Das ist sehr unsortiert. Man erkennt auch schon hier vorne, steht Einstellungen. Da hinten steht nochmal Einstellungen. Dann haben wir hier unten die verschiedenen Menüpunkte. Slow Motion heißt nicht Zeitlupe oder Zeitlupe hätte man machen können. Motion Detection ist auch nicht wirklich deutsch. Und so zieht sich das durchs ganze Menü durch, wie Aufnahmemodus mit Schreibfehler. Man kann es als ein bisschen lächerlich bezeichnen. Letztendlich ist es aber tatsächlich hinderlich. Und letztendlich ist einfach das Menü unsortiert. Man kann sich nicht merken, wo findet man was. Letztlich habe ich mir persönlich sogar das Menü auf Englisch umgestellt. Das war für mich dann leichter als mit diesem Deutsch-Englisch-Kauderwelsch, der da drin ist. Und ich finde natürlich auch, die einzelnen Menüpunkte bringen mich nicht so wirklich weiter. Es gibt zum Beispiel eine Bildstabilisierung, die kann ich anschalten. Die klappt auch nur in Full HD, nicht in 4K. Und so richtig wirksam ist sie auch nicht wirklich. Also ich persönlich sag mal so, es ist eine Einsteigerkamera für jemanden, der sagt so, ich möchte einfach Geld sparen, ich möchte in Full HD aufnehmen und das reicht mir völlig, ist das eine Wahl für alle anderen, sollten lieber ein bisschen was drauflegen und zum Beispiel zur Sony greifen. Aber das Weitere lest ihr am besten in der Videoaktiv, 3 2015, denn wir machen diese Tests ja schließlich mit allem, was dazugehört, mit Auswertungen von den Testergebnissen und Tabellen, damit ihr euch zurechtfindet. Das ist also der Einsteigertest von wirklich günstigen Kameras um 80 Euro bis 220 Euro und ich hoffe, es hat euch weitergeholfen. Ich freue mich in jedem Fall, wenn ihr unter diesem Video einen Daumen hoch gebt. Ich freue mich natürlich über ein Abo, den ihr jetzt am besten kostenlos bei uns im YouTube-Kanal hinterlasst, dann seht ihr immer unsere Videos. Ich glaube, das hilft euch, es hilft aber auch uns. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr die Videos danach jetzt noch anguckt, das Material vergleicht, auch immer wieder hin und her springt. Und dann freue ich mich natürlich, wenn ihr das nächste Video euch anschaut und wünsche bis dahin viel Spaß beim Filmen natürlich.